Ich begrüße euch wieder, Freunde auf meinem Kanal, Hungriger Mann. Heute haben wir einen erstaunlichen Snack gemacht, marinierte Champignons in nur 7 Minuten. Lassen Sie uns dieses Videorezept gemeinsam mit Ihnen durchgehen. Wir haben sie bereits aus dem Kühlschrank genommen, sie sind bereits abgekühlt, mariniert und jetzt werden wir sie ausprobieren. Sehr lecker. Ich empfehle sie zu kochen. Ein toller Snack, der kalt ist. Wir machen keine Werbung. Wer es versteht, wird es verstehen. Lassen Sie uns unser Videorezept starten. Nun, zuerst nehmen wir ein halbes Kilo kleine Pilze, machen ihnen ein Bad, waschen Sie sie gut in fließendem Wasser. So spülen wir sie aus, meine, damit wir sie sauber haben. Wir waschen sie, dann nehmen wir entweder eine große Zwiebel oder in meinem Fall 3 kleine Zwiebeln, wir schneiden sie in Halbringe. Wir nehmen 2 große Knoblauchzehen oder 3 kleine Knoblauchzehen, schneiden sie in Streifen oder Ringe, egal. Dann nehmen wir eine Karotte, meine, reinigen Sie sie und beginnen Sie, sie auf einer feinen Reibe zu reiben, damit sie bei uns so schön aussieht. Dann gießen wir einen Teelöffel Sonnenblumenöl, einen Teelöffel Salz, 3 Teelöffel oder 2 Teelöffel Zucker in den Kessel, fügen den Essig des 9%igen Esszimmers hinzu, mischen alles vorsichtig, fügen dann unsere gewaschenen, schönen Champignons hinzu, dann legen wir Zwiebeln, Knoblauch darauf und das Ganze wird reichlich mit Karotten bestreut. Alles mit Karotten bestreuen, danach fügen wir 2 Lorbeerblätter hinzu, brechen sie in kleine Stücke, fügen 2 Lorbeerblätter hinzu und fügen 6 bis 8 Erbsen mit duftendem Pfeffer hinzu. Wir vermischen all das, mischen es. Wir mischen so ordentlich, dass wir sie haben, da der Kessel bei uns nicht in der Größe ist, müssen wir ihn vorsichtig mischen, damit unsere schönen Pilze nicht herausfallen. Natürlich werden sie jetzt abnehmen. Hier haben sie bereits an Größe abgenommen. Sobald sie gekocht haben, lassen wir sie 7 bis 10 Minuten kochen. So bedecken wir sie mit einem Deckel und stellen sie nach dem Abkühlen in den Kühlschrank, vorzugsweise über Nacht und guten Appetit.